zusammen. Bei mir laufen gerade die Maschinen. Der Trockner läuft, die Waschmaschine läuft, der Geschirrspüler läuft. Denn morgen fliegen Hannah und ich nach London. Ich freue mich schon sehr. Ich habe hier vor mir schon mal direkt ein bisschen was ausgebreitet. Natürlich unsere Pässe, Steckdosen, Adapter hier brauchen wir ja für England. Für die Kameras, die Akkus laden gerade, jede Menge Speicherkarten. Dann habe ich hier mein Geld, das will ich noch aufteilen. Einmal das Münzgeld, die Scheine in Bauchbeutel, in die Tasche, ins Portemonnaie, damit überall ein bisschen was ist. Und das Gute ist, ich brauchte kein Geld eintauschen, denn vielleicht erinnert ihr euch oder der ein oder andere, der den Spielzeugtestern folgt. Wir waren, Hannah und ich, wir waren vor ein paar Jahren in Bristol. So, da waren wir bei Shaun das Schaf. Und ich hatte vorher Geld eingetauscht. Pfund. Damit wir die halt mitnehmen können, ne? Nach England. So, so sehen witzigerweise die 5-Pfund-Noten aus. Sie sind durchsichtig. Könnt ihr das sehen? Auf jeden Fall hatte ich damals Geld eingetauscht, damit wir halt mit Bargeld reisen und nicht nur Karte haben. Und was soll ich sagen, ich hatte ein bisschen was, hatte ich in meinem Portemonnaie getan und den Rest hatte ich dann hier in dem Beutel und wollte ich wahrscheinlich noch irgendwo anders hin tun. Und dann sind Hannah und ich in Bristol angekommen, sind im Hotel und ich denke, verdammt, wo ist denn das ganze Geld? Ja, und dann hatte ich zu Hause angerufen, Heiko war ja damals zu Hause geblieben wegen Flummi, glaube ich. Weil es Flummi nicht so gut geht, ich weiß es gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall sagte er, ja, das liegt hier auch noch, dein Geld. Ich sage, nicht dein Ernst. Jetzt waren wir in London oder in England ohne Bargeld, quasi nur ein bisschen. Ich meine, hat auch funktioniert, ne? Man kann ja überall mit Karte zahlen. Aber deswegen brauchte ich dieses Mal kein Geld eintauschen, weil ich noch genug Bargeld habe. Und dann heißt es morgen früh mit der Bahn zum Flughafen. Wir nehmen euch auf jeden Fall mit. Wir haben es bis in die Bahn geschafft und jetzt müssen wir nur noch bis zum Airport. Ja. Und dann sind wir hoffentlich pünktlich da. Ja. 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 Wir haben es geschafft. Wir sind am Airport, also am Flughafen. Und jetzt müssen wir nur noch unseren Koffer aufgeben. Und dann können wir was frühstücken, ne? Ja. Ja, beide schon ein bisschen Hunger. Wir haben uns jetzt was geholt zum Stärken. Anna auch. Und was zu lesen und was zu trinken. Ja. Und wir müssen gleich ein Stockwerk tiefer, denn wir werden wohl mit dem Bus zum Flugzeug chauffiert. Ja. Wir sitzen an unserem Gate und wir haben festgestellt, dass wir wahrscheinlich doch nicht mit dem Bus fahren. Nein. Sondern, dass wir doch durch so einen Tunnel durchlaufen. Durch so einen, wie heißt sie? Gateway? Keine Ahnung. Gangway. Gangway, glaube ich. Aber da verstopft gerade noch ein anderer Flieger unseren Platz. Und irgendwie sollte der 11.15 Uhr boarden. Und es ist inzwischen kurz vor halb und die Leute stehen hier immer noch. Das ist der verstopft gerade alles. Und die packen jetzt erst die Koffer rauf. Bitte was? Jetzt wird gebordet, jetzt wird es gleich ein bisschen leerer. Mit ein bisschen Verspätung, aber wir sitzen. Jetzt kann es losgehen. Wir sind in London angekommen. Hannah stärkt sich hier mir gegenüber noch mit einer heißen Schokolade. Ja.
Schmeckt sie? Mhm. Und wir sind direkt am Flughafen, weil jetzt muss ich erstmal in meinem Handy gucken, wo wir mit der Bahn hin müssen, wo unser Hotel überhaupt ist. Das wird jetzt nochmal eine Herausforderung. Da kommt der Zug und wir hoffen einfach mal, dass wir richtig sind. Arnos Grove. Wir sitzen in einer Bahn. Ob sie richtige ist, das wird sich rausstellen, ne? Wir sind in der nächsten Bahnstation und wir suchen jetzt den nächsten Zug auf dem Weg zu unserem Hotel. Hanna ist hundemüde, ich bin hundemüde, wir haben Hunger. Wir wollen eigentlich nur ins Hotel, aber wir schaffen das, oder? Das klingt ein bisschen gruselig. Erstmal den Schnürsenkel zumachen und dann geht's hier die Rolltreppen hoch. Und dann müssen wir noch ein Stückchen laufen. Wir sind da, wir haben es geschafft. Wir sind immer noch nicht beim Hotel. Hanna hat Internet, ich nicht. Ich weiß nicht warum. Aber zumindest versucht sie uns jetzt den Weg. Versucht sie uns jetzt den Weg zu unserem Hotel zu weisen. Mal gucken, ob das klappt. So weit weg kann das eigentlich gar nicht mehr sein. Ich will, dass wir über die Straße gehen. Okay, aber wir scheinen nicht verkehrt zu sein, denn unser Hotel ist in der Nähe von dem Landenei und da ist es. Wir sind gerade um die Kurve gekommen und da ist es. Ja. Okay. So, wir gehen rein und machen direkt eine Roomtour für euch. Simsalabim. Hier ist erstmal ein Schrank. Ich gehe mal ein Stück zurück. So. Couch, Schrank mit einer Mikrowelle. Ja, das ist ein Insider von dem anderen Kanal. Das ist natürlich keine Mikrowelle. Nein. Das wissen wir. Aber wisst ihr, was wir wirklich haben? Na? Eine echte Mikrowelle. Wir haben eine echte Mikrowelle. Wir haben eine echte Mikrowelle. Und wir haben sogar hier einen Ofen. Schnucki, das ist kein Ofen. Was ist das nochmal? It's a fridge. Ah, the fridge ist ein, so. Ja, das ist ja. Auf jeden Fall haben wir einen Kühlschrank. Wir haben eine Bademantel. Ja, und eine Dusche. Ein Bademantel. Warum nur ein Bademantel? Zwei, nee, das sind zwei. Ja, da passe ich sowieso nicht rein. Ja. Und ein Pott. Was ist das hier? Ich weiß. Das soll eine Rose darstellen, oh, Schnucki. Oh, tschüss. Ich denke, das ist... Ach, das ist vom Bad, die Rückseite. Ja, guck mal. Zweiter Fernseher. Noch ein Fernseher. Noch ein Fernseher. Ganz viele Steckdosen-Dinger. Und jetzt kommt unser Ausblick. Tada! Ja. Das ist auch schon was anderes. Da haben wir das Landenei. Da hinten seht ihr, warte mal, könnt ihr Big Ben sehen? Ja. Außerdem, man kann das sogar aufmachen. Ja, wenn man einen Schlüssel hat. Ah, okay, gut. Ich habe schon Angst gehabt, dass, wenn man das dass wir rausplumpsen. Kann, ja. Ich bin gespannt, wie das bei Nacht aussieht, das Rad. Ah. Und jetzt noch mal am Abend. Big Ben! Genau zwischen uns ist Big Ben. Und er gongt. Ding dong. Ding dong. Ding dong, die Ex ist tot. Hallo am nächsten Tag. Wir sind am Riesenrad. Und wir wollen jetzt gleich eine Runde damit fahren. Anna hat sich mit ihrer Sonnenbrille bewaffnet und ich habe meine, ja, ich habe meine natürlich zu Hause gelassen, weil ich nur ans Kind gedacht habe. Super. Und wir stehen jetzt direkt vor dem Landenei und wir müssen einfach warten, bis wir drankommen, denn es sind ganz viele Leute vor uns. Wir haben es geschafft und wir sind natürlich mit einigen Leuten hier drin. Und in der Schlange standen wir auch gerade drin, aber es ging relativ zügig, muss ich sagen. Und über die Räder werden wir jetzt gerade hochgehievt. Da auch. Das ist schon irgendwie ein bisschen ein komisches Gefühl. Guck mal hoch, da unten. Ich weiß gar nicht, ob ich das sehen will, dass wir ganz nach da oben fahren. So, das ist die Seite einmal. In dem Park waren wir gestern Abend. Sind wir jetzt ganz oben? Nein. Doch. Wir sind doch fast parallel mit den anderen.
Das Witzige ist, ich habe Angst, meine Kamera fallen zu lassen. Dabei ist das ja alles aus Glas hier. Sie würde ja nicht weit kommen. Aber ich habe trotzdem Angst, sie fallen zu lassen. Und wir sind ganz oben. Sind wir jetzt ganz oben? Ganz oben. Obwohl es relativ voll in der Gondel ist, verläuft es sich ganz gut. Jeder bewegt sich immer so ein bisschen. Wenn man keinen Bock hat, sich zu bewegen, kann man sich in die Mitte setzen. Und es ist sogar eine Klimaanlage. Das heißt, obwohl es draußen relativ warm ist. Hier ist es eine Klimaanlage, steht daneben. Ja. Anna steht genau im Wind, ist es hier relativ angenehm drin. Wir haben mega Wetter. Also da hinten zieht es ein bisschen zu, aber ansonsten... Das ist unser Hotel, das Runde da. Heute Vormittag gehen wir jetzt zu Madame Tussauds. Das heißt, wir waren auch schon frühstücken. Es ist jetzt 8:50 und ja, wir machen uns jetzt gleich langsam auf die Socken. Dann müssen wir noch zur Bank. Mal gucken, ob wir das auch hinkriegen, weil ich habe alte 20-Pfund-Noten. Denn ich habe ja noch meine Pfund, die ich damals zu Hause vergessen habe. Dementsprechend sind das alte Noten und die werden hier gar nicht mehr angenommen. So, das heißt, ich muss die... bei der Bank umtauschen gegen neue. Und ich hatte am ersten Tag hatte ich 22.000 Schritte und gestern hatte ich, waren das 17.000? Ja. Okay, ja. Also wir laufen wirklich viel. Und zwischendurch natürlich immer mit Bahn und Bus und hin und her. Und das bringt ja auch Spaß. Und wir haben diese Oyster-Karte. Und da lädt man sich dann, keine Ahnung, 20, 30 Pfund drauf. Schon von zu Hause aus. Bezahlt das, bekommt die dann zugeschickt nach Deutschland. Und wenn ihr dann hier in die Bahn oder in den Bus geht, haltet ihr die Karte einfach nur vor diesen Piep. Und dann gehen die Schranken auf oder beziehungsweise ihr dürft in den Bus rein. Und wenn ihr aus der Bahn rauskommt, dann macht ihr wieder Piep, um aus den Schranken rauszukommen. Und ich glaube, dementsprechend wird dann halt berechnet, welche Strecke seid ihr gefahren, wie teuer wird das jetzt. Und ach, so eine rote Doppeldecker-Bustour wollten wir vielleicht auch noch mal machen. Und heute ist das Wetter super und mal ein bisschen sitzen wäre auch nicht schlecht, glaube ich. Aber jetzt wollen wir erstmal los zu Madame Tussauds und wir nehmen euch natürlich mit. Und wir sind schon wieder in der U-Bahn. Abwärts geht's. Und hoffentlich in die richtige Bahn. Nee? Was sagen Sie dazu? Ja. Oh, wie sehe ich wieder aus? Ich habe immer so ein wildes Haar, was hier absteht. Und so sieht das hier unten aus. Und das hier, finde ich, sieht so ein bisschen nach Star Wars aus. Findet ihr nicht? Krieg der Sterne. Was dick side eye. Kostenlos struggling. Victoria und David Beckham. Das hinter uns ist King Kong, der da so rumrührt. Ja. Der macht echt Krach. Ich mache einen riesen Orkenschen. Amy Winehouse. Erwischt ihn nicht. Das bin ich. Und weißt du, wer du bist? Wir sind wieder raus aus Madame Tussauds und wollen jetzt mit der Bahn zur Bank. Wir glauben, wir stehen vor der Bank. Wir sind uns nicht 100% sicher. Wir glauben es. Und wir wollen jetzt unser Geld umtauschen. Wir haben es geschafft. Wir haben 40 Minuten gebraucht, weil es so eine lange Schlange gab. Aber es hat alles funktioniert. Und jetzt gucken wir mal, wo wir was zu essen finden. Wir sind jetzt beim Piccadilly Circus. So, so sieht das hier in Chinatown aus. Überall hängen Lampignons. Und es riecht streng.
weil der Zigarettenkasten hier so ein bisschen fackelt.